Dann dreh ihm halt einmal ins Gesicht, dann wird er dich schon mal angucken. Oh, nee, da habe ich eine Nebenquest. Nebenquest geht vor Hauptquest, das ist Standard so. Ich habe auch schon mal so ein bisschen gesehen hier bei anderen Let's Playern, also die das natürlich auch spielen, die konzentrieren sich eigentlich echt nur auf die Hauptstory, die rennen da halt im Prinzip einfach nur strange durch und also ich muss ehrlich sagen, darauf habe ich eigentlich keine Lust, das einfach nur durchzurocken um des Durchzockens willen, ja, sondern ich möchte halt einfach echt hier alles machen, also so gut wie alles, natürlich werde ich nicht alles hier schaffen wahrscheinlich, aber wenn es mir möglich ist, etwas zu machen, würde ich das doch ganz gern wahrnehmen. Weil darum geht's ja, das ganze Spiel zu erleben. Vulkan, hier drüben! Ja, Risch, was ist mit dir? Ich bin auf diese gewaltige Kreatur gestoßen. Das war ein richtiges Monstrum. Sowas hast du noch nicht gesehen. Schon tot. Oh, das Vieh würde ich gerne fangen. Das wäre mal eine verdammt eindrucksvolle Trophäe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es alleine erledigen kann. Meinst du, du könntest mir zur Hand gehen? Weißt du, dass der Hauptmann nach dir sucht? Der Hauptmann kann mich mal. Ach, komm schon. Er kann warten, aber das Vieh da draußen, das wartet nicht. Es könnte jederzeit wieder verschwinden und dann finden wir es nie wieder. Na schön. In Ordnung dann. Wenn ich so sehe, wie aufgeregt du bist, bin ich auch schon ganz neugierig auf das Ding. Komm, gehen wir. Ah, ja! Ich schulde dir was, Bruder. Komm! Sowas hasse ich ja eigentlich echt immer. Also wenn ich etwas sage und also da ich habe die Auswahl, okay, ich sag na schön und dann kommt dieses Wort nicht einmal in diesem ganzen Ding da drin vor. Das stört mich immer so ein bisschen. Aber anscheinend gibt es hier noch mehr Viecher, okay. Das da ist noch größer. Siehst du mich? Wenn es sich nochmal umdreht, dann mache ich den hier erst. Ah, sie hilft auch mit, das finde ich gut. Aua, aua, aua! Ich kann nicht nochmal schleichen. Ach stimmt, ich habe das hier ja. Hallo? Dann muss man hier kurz was umbauen. Ich dachte, ich hätte es schon gemacht, dass ich hier einfach so schneller die Waffen wechseln kann oder uns benutzen müssen. Was macht die da? Sie hat es betäubt, oder? Weil der Damage ist ja phänomenal, nicht? Ja, warum trifft das nicht? Oh, Falke ist fast tot. Und ich auch. Jetzt greift's an! Greift es an! Komm, mach das fertig! Vielen Dank! Was? Ohne deine Hilfe hätte ich dieses Vieh nie zur Strecke gebracht. Ich gehe jetzt einfach wieder auf meine Patrouille. Sag dem Hauptmann, dass er sich um mich keine Sorgen zu machen braucht. Okay. Kann ich das Viech jetzt wenigstens looten? Das war jetzt echt mal eine unbeeindruckende Cutscene. So, knochenverderbtes Blut. Habe ich das gebraucht, um... Na, hier... Das zu bauen, was ich wollte? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon wieder vergessen, ne? Verderbte Knochen. Nee, da brauche ich diesen Herzstaub für. Genau. So, hier habe ich eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Ich würde sagen, wir gehen da jetzt trotzdem mal hin. Weg nach Valvinor. Ach so, das ist da, ja. Genau, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder 1000 Viechern begegnen. Dann gehe ich einfach zurück. Wenn es so ist. Aber hier gibt's Loot. Es scheint, als wären jetzt alle Viecher erstmal komplett verschwunden, was ich echt ganz gut finde. Mal hier endlich mal gemütlich durchlaufen. Bei
eigentlich war es blöd, diesen Weg zu nehmen, weil jetzt muss ich nochmal einmal ganz durchs Dorf, um zum Hauptmann zu gelangen. Wäre ich einfach den Weg nicht gekommen bin, zurückgelaufen, dann wäre ich direkt beim Hauptmann fast gewesen. Stupid human! Och, immer diese Laderei, ne? Und ich meine, so aufwendig ist es jetzt nicht, dass es dann ohne Ladezeit auskommen könnte, theoretisch. So. Zur Hauptquest noch nicht. Erst zum Hauptmann. Vielleicht steige ich auch eine Stufe auf. Vulkan, ich liebe unsere kleinen Gespräche. Aber hast du nichts zu tun? Falke wird seine Aufklärung beenden und direkt zurückkommen. Keine Sorge, Hauptmann. Du arbeitest lange genug für mich, um eines zu wissen. Ich mache mir keine Sorgen. Labern ich gehe. Keine Kacke, Kackvogel. 1000 Erfahrungen, yippie, Schweinebacke. So. Oh, nee, wir gehen hier noch zu dem anderen Schmied. Vielleicht hat der ja noch was Tolles für uns. Der ist ja ein besserer Schmied als der andere Kackvogel. Grüß! Zeig was! So. Nein, das brauchen wir nicht. Die Löwen brauche ich auch nicht. Oh, das macht schön Schaden, aber ist langsam, ne? Das bringt also mir gar nichts. Aber das da hier ist nicht schlecht. Das ist mal eine bessere Armbrust, ne? Hier mit so Giftpfeilen und so einem fetten Magazin, ey. Sonst hat er nichts, ne? Ich glaub's. Nee. Die Armbrust benutze ich nicht. Vor allem braucht man Pfeile dazu. Oder besser gesagt, Bolzen. Nee. Möchte ich nicht. Der Hauptmann hat mir erzählt, du hättest ein Auge auf die Dörfler, die sich seltsam verhalten? Ja. Sieh sie dir an. Siehst du dieses Pärchen da? Schau dir mal den Mann genauer an. Da habe ich ja schon Zombies gesehen, in denen mehr Leben steckte. Es ist, als wäre er innerlich tot. Und das sind nicht die einzigen. Es gibt mindestens noch ein halbes Dutzend andere. Aber was mir so gar nicht behagt, wenn man gut aufpasst, stellt man fest, dass sie sich hier alles ganz genau anschauen. Aber was stimmt mit ihnen denn nicht? Keine Ahnung. Sie sehen aus, als ob sie sich in Todwandler verwandeln. Aber was mir wirklich Sorgen macht, ist, wie sie aufgestellt sind. Siehst du, welche Posten sie bezogen haben? Sie können von ihren Standorten aus den Großteil des Dorfes überblicken. Ich bin mir fast sicher, dass sie diesen Ort für wen anders ausspähen. Da dich das so sehr zu interessieren scheint, solltest du mit ihnen sprechen. Hier, ich markiere dir auf der Karte, wo sie sind. Bis später. Sehr gut. Da habe ich noch was blinken gesehen. Ich werde ernsthaft nicht durch, doch. Ich würde gerade sagen. Gut, da hinten müssen wir hin. Mit der oder mit dem? Ja, mit dem jetzt. Mit dem Mann. Hallo! Alles okay mit dir? Kannst du mich verstehen? Guten Tag, bist du mit diesem Mann verwandt? Man könnte behaupten, dass Meljev mein Mann ist. Mein Name ist Nigel. Nun, weißt du, was mit ihm los ist? Hast du etwas Seltsames an ihm bemerkt? Natürlich. Er benimmt sich wie ein Gemüse. Aber ich muss zugeben, dass er so schön ruhig und friedlich ist. Wann hat er sich verändert? Vor ungefähr 3 Tagen. Er ging zum Jagen in den Sumpf. Doch als er mit leeren Händen zurückkam, hatte er diesen starren Blick. Was heißt friedlich? Ist er sonst aktiver? Aktiver? Du machst Witze. Aber zum ersten Mal seit Jahren muss ich mir nicht den ganzen Tag sein Gejammer anhören. Und ich weiß nicht, welchem der Götter ich danken muss, denn er schnarcht nicht mal mehr. Du meinst, dass er ruhig schläft? Nun, er schläft weniger, wenn du das meinst.
Ich habe ihn erwischt, wie er mitten in der Nacht aus dem Haus geschlichen ist. Aber er kommt immer nach ein paar Stunden wieder. Weißt du, wo er nachts hingeht? Nein, keine Ahnung. Nicht in die Taverne. Das ist die Hauptsache. Es stört dich überhaupt nicht? Seien wir mal ehrlich. Betrachtet man die Frauen, die hier noch zu haben sind, und was für ein schlechter Liebhaber er ist, glaube ich nicht, dass er eine Geliebte hat. Und in den Sümpfen wird er mit Sicherheit keine heißen Schlampen kennenlernen. Du wärst überrascht. Du bist so nett. Ich bin nicht sicher, ob ich mich geschmeichelt oder beleidigt fühlen soll. Ändere nichts. Du bist perfekt. Als wüsste ich das nicht. Oh mein Gott, ey. Entschuldige die Störung. Oh Mann, ey. Wir wissen nun, dass unsere seltsamen Patienten nachts rausgehen. Also sollten wir herausfinden, wohin. Ja, das ist eine gute Idee. So. Wo ist der nächste Kackbraten? Ah, wahrscheinlich sie hier. Grüße! Also, wie läuft's bei dir so? Nein, Spaß. Wie auch immer. So, dann sprechen wir mit dem Hubert. Kennst du diese Frau? Natürlich kenne ich sie. Ihr Name ist Agatha und wir sind seit 8 Jahren verheiratet. Hubert. Auch wenn mich die alte Kuh behandelt, als kenne sie mich nicht. Was ist mit ihr passiert? Frag sie doch selbst. Sie spricht nicht mehr mit mir. Ich weiß, dass wir auch Probleme hatten, aber das? Wie lange verhält sie sich so? Es kam vor 2 Tagen ganz plötzlich über sie. Sie ging mit Jarvis und den anderen in den Sumpf, um Bären zu sammeln. Als sie zurückkamen, wollte keiner von ihnen mit mir sprechen. Wohin gingen sie genau? Was? Woher soll ich das wissen? Entschuldige, aber Bären sammeln ist Frauenarbeit. Aber sie gehen nie sehr weit. Ansonsten würden sie überhaupt nicht zurückkehren. Also ging sie nicht alleine? Jarvis ist einer der Männer von Mason, oder? Ja, genau. Sie waren zu 5 oder zu 6. Warum fragst du nicht Jarvis? Er müsste bei den Baracken sein. Ja, wäre besser, wenn du mich nicht erwähnst, wenn du mit ihm redest. Ist noch etwas mit ihr, außer dass sie nicht spricht? Nun, sie ist nicht wirklich begeistert im Bett, falls du das meinst. Sie sagt und tut nichts und lässt mich einfach machen. Sie tut noch nicht mal so, als würde es ihr Spaß machen. Oh mein Gott. Männer, gib ihnen ein Stück Fleisch mit einem Loch drin und sie sind nur Minuten von Befriedigung und Schlaf entfernt. Ja klar, aber nicht jedermann ist so. Stimmt. Einige sind langsamer. Andere zeigen dem Fleisch ein wenig mehr Respekt. Ich habe nur versucht, eine Reaktion von ihr zu bekommen, um die Dinge zwischen uns zu klären. Das ist nicht wirklich das, was ich wissen wollte. Entschuldigung, warte, da ist noch was anderes. Ich bin letzte Nacht wach geworden und sie war nicht da. Ich habe eine halbe Stunde gewartet, bevor ich wieder einschlief. Aber sie kam nicht zurück. Erst als die Sonne aufging, war sie wieder da. Und ich vermute, du hast keine Idee, wohin sie gegangen ist. Nein. Und sie erzählt es mir auch nicht, wie gewöhnlich. Ich hoffe, dass sie keinen anderen Mann trifft. Ja, das wäre das Letzte. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie das tun würde. Du wirkst wie der perfekte Ehemann. Ich gehe jetzt. Ach ja. Wir sollten besser zurückgehen und mit dem Trunkenbold reden, der sich Hauptmann der Wache schimpft. Wir müssen herausfinden, wohin diese Expedition führt. Ist ja gut. So, jetzt lädst du gleich wieder. Ja, ja. Ist da irgendwie so. Ne? So.
Hier gibt es nichts zu tun. Wir müssen direkt zum Hauptmann. Aber der steht doch normalerweise woanders. Hm. Nee, hier ist erstmal Mason. Schau eben an! Mein liebster, verdammter Unruhestifter! Wegen der Wache? Nein. Laut dem Verwalter verhalten sich einige Bewohner seltsam. Ich habe herausgefunden, dass sie in der Nacht verschwinden. Und? Das ist alles? Ich glaube, dass du ihnen folgen musst, um herauszufinden, was sie machen und wo sie es machen. Dein Mann, Jervis, er scheint sich seltsamer zu benehmen als der Rest deiner Truppe. Oh, er, ja. In den letzten Tagen ist er total abgedreht. Mist. Er hat es auch. Er wird total durchknallen, wie die anderen. Dass er all die anderen komischen Leute auf einer Expedition mitgenommen hat, verwundert dich gar nicht? Wo sind sie hingegangen? Nun, jetzt wo du es sagst. Offensichtlich macht das Sinn. Sie sind in Richtung Südosten gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Wertloser Weinbauch. Okay, ich gehe der Spur nach. Oh mein Gott. Hast du einen Vorschlag? Wir müssen herausfinden, was sie in der Nacht treiben. Mit ein wenig Glück verstehen wir so, was im Südosten passiert. Es wäre besser, wir starten heute Abend, wenn die Nacht einbricht. Sie ist schon eingebrochen. Hey, du! Nicht einschlafen! Es wird Zeit, sich umzusehen. Ich bleibe hier und bewache den Bereich. Ja, keine Überraschungen hier. Du faule Sau, du! Wieso muss ich warten? Es ist Nacht. Meine Güte. So. Gucken wir mal, ob die Leute schon unterwegs sind. Oh. Da stimmt was nicht. Das sieht sehr zombie-like aus. Macht die bei Thriller mit oder was ist los? Okay. Ja, küsst sie auch noch, komm. Junge, was treibst du da? Genau! Bam! Voll in die Fresse! Und jetzt kippst du um und wirst ohnmächtig. Du bist mir ein Krieger. So. Sind die kein Problem. Da sind aber einige. Bälle. Ja, den packst du schon. Hallo? Das war knapp. Die ganze Sache stinkt. Wenn wir den Unterschied zwischen ihnen und normalen Bewohnern nicht machen können, sind wir aufgeschmissen. Es scheint, sie würden aus dem südöstlichen Teil der Sümpfe zurückkommen. Vielleicht ist dort die Ursache für das alles zu finden. Welche Macht auch immer dahinter steckt, sie wird uns gehören. Ich sehe mal nach. Sehr gut. Aber hier gibt's doch bestimmt noch Loot. Und ich will den Loot haben. Oh, wir Level up. Sehr gut. So. Leichen sind alle verschwunden und ich kann sie nicht looten. Das ist doch gemein.
Und ich rutsche schon wieder von dem scheiß PS4 Analogsticks aus, die echt scheiße sind. Lösen sich schon auf und man rutscht ab wie, was weiß ich, hier auf, was weiß ich, keine Ahnung, ey. PS3 Controller for the win. So, was machen wir denn hier? Ich würde sagen, wir hauen das da hier mal rein. Und das da hier. Und wir haben hier nur einen Punkt. Diese Zutaten, ich weiß nicht. Machen wir es einfach mal, ja. Untersuche das Phänomen. Ne? Wir verstehen uns. Wir gehen nach Osten. Ich bin nicht glücklich mit dem Ganzen. Mehr und mehr fühle ich, dass die dunklen Eisfürsten dahinter stecken. Du solltest mit deinem Hauptmann darüber reden. Ja, okay, machen wir mal. Wenn du es sagst. Hauptmann, wir werden angegriffen. Die Todwandler kommen in unsere Richtung. Wir müssen uns vorbereiten. Meinst du das ernst, Vulkan? Absolut, Hauptmann. Erinnerst du dich an die seltsamen Typen? Sie waren von einer Todwandlerkreatur besessen. Sie war in der Lage, sie zu benutzen, um alles über diesen Ort zu erfahren und hat diese Informationen an seine Anführer geschickt. Großartig. Das hat mir noch gefehlt. Gut, du sortierst die Spione aus und ich kümmere mich um die Verteidigung dieses Lochs. Verstanden, Hauptmann. Gut. Dann räumen wir mal in den Sümpfen ein bisschen auf, ne? Ah, ja. Südliches Delta. So, wo geht's denn lang? Oh Mann, jetzt muss ich all diese Viecher hier wieder besiegen. Das ist nicht mehr ernst. Soll ich warten, bis es Tag ist und dann vielleicht... Also... Ich will jetzt nicht einmal durch diese ganze Kacke rennen, ja, ganz ehrlich. Ich warte mal, bis Tag ist und hoffe, dass die Viecher da alle weg sind. Meine Güte, ich habe keine Lust, mich nochmal durch die zu kämpfen, die sind scheiße. Entschuldigung. So, mach mal hin hier. Haben den ganzen Tag Zeit. So. Einmal schlafen und zwar bis Sonnenaufgang.